Wir haben noch ein bisschen Gelegenheit zu sprechen über den Film. Was mir aufgefallen ist, er lebt ja sehr stark von seinen Zeitzeugen. Das ist natürlich zum Teil ein bisschen auch, würde ich sagen, DDR-Prominenz oder Leute jedenfalls, die in Ostdeutschland dann auch sehr bekannt geworden sind, wie Christoph Diekmann, Annette Simon, Klaus Taubert war sicher auch kein Unbekannter. Es sind aber auch eine ganze Menge Leute, die damals ja, ganz einfache Leute waren, sage ich mal, und sich an den Demos beteiligt haben oder da auch initiativ waren. Und da würde mich schon nochmal interessieren, wie Sie die eigentlich gefunden sind, wie Sie die gefunden haben, wie Sie auf die gekommen sind. Wie ließ sich das machen, Herr Kanal? Also wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, möglichst prominente DDR-Menschen zu interviewen. Also wir haben darauf verzichtet, die ganz große Prominenz anzufragen, sofern es die überhaupt noch gibt, und haben versucht, mehr in den Alltag zu greifen. Wir haben über Zeitungsaufrufe unter anderem, hier in Berlin war das die Berliner Zeitung, in Plauen war das der Vogtlandanzeiger, glaube ich, haben wir Aufrufe gestartet und haben Leute gebeten, sich zu melden, sofern sie besondere Erlebnisse und Erfahrungen mit dem 7. Oktober, mit dem Republikgeburtstag, verbinden. Und wir wollten einen historischen Augenblick aus ganz verschiedenen Perspektiven, mit ganz verschiedenen Mundarten, ganz verschiedenen Blickwinkeln, Stadt, Land, Innenaußen, Systemträger, Oppositioneller, aber auch gerade die Menschen, die friedliche Revolution in der DDR ist ja nicht von, ist spät von vielen Leuten getragen worden, aber am Anfang waren das sehr wenige. Also eine aktive Bürgerrechtsszene, das waren eigentlich sehr wenige. Und wir wollten diesen historischen Moment erzählen, in dem die Leute sich anfangen zu politisieren, in dem die Leute anfangen, ein Plakat zu malen oder einen Aufruf zu einer Demonstration zu starten. Und deshalb war es ein Versuch, mit auch bisher ungehörten Stimmen, mit ungehörtem Archiv, eine historische Momentaufnahme abzubilden. Wobei ja auch auffällt, dass sozusagen diese Prominenz der Bürgerrechtsszene eigentlich auch nicht so vorkommt, ne? Also die Namen, die man da sonst immer so im Kopf hat, die sind eigentlich auch eher nicht vertreten. Für mich war das Interessante, ich sehe den Film jetzt das erste Mal auf einer großen Leinwand. Für mich eine Stärke des Films ist auch der Einsatz von Archiv und viel unbekanntes Archivmaterial und zu sehen, wie sich zum Beispiel eine Demonstration aufbaut, dass das eine eigene Dynamik ist, eine eigene Interaktion ist, die natürlich was mit einem großen, überwölbenden, historischen Kontext zu tun hat, die aber in dem Augenblick dann etwas zu tun hat mit einem Datum, mit Medien, die vor Ort sind, mit Menschen, die unzufrieden sind, mit auch einem Datum. Das ist ja, die DDR ist, glaube ich, am 7. Oktober in die Jubiläumsfalle getappt. Also ein Staat hat versucht, etwas zu feiern, was eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu feiern war, gegen breite Schichten in der Bevölkerung. Und wir zeigen oder versuchen zu zeigen mit Archivmaterial, wie diese Bewegungen, diese Interaktionen auf der Straße sich verdichten, zusammenknäueln und ausbrechen. Und da ja da in Berlin zumindest wahnsinnig viele Kamerateams vor Ort war, konnte man das da sehr gut beobachten. Und in Plauen, das ist für mich dann auch die Entdeckung, und das hat vor allem Heike Bittner, die Co-Autorin des Films, auch entdeckt und wunderbar recherchiert, gibt es nur 2,5 Minuten Amateur-Schmalfilm, die wir hier das erste Mal eigentlich sehen. Da gibt es keine Kamerateams vor Ort. Und deshalb haben wir das da vor allem über Fotos, über Zeitzeugen und über diese 2 Minuten erzählt. Aber das ist sehr schönes Material, finde ich. Also schon auch toll, das Blau. Ich kannte das auch überhaupt nicht. Eine andere Frage vielleicht nochmal. Also es ist ja, Sie haben das Stichwort gerade schon gesagt, friedliche Revolution. Das ist ja, ich sag mal, ein etabliertes Narrativ, das wir haben. 89 war eben die friedliche Revolution. Ich würde sagen, beide Begriffe sind nicht völlig unumstritten. Also der Revolutionsbegriff ist ganz sicher nicht unumstritten, auch in der Geschichtswissenschaft nicht, soweit ich das sehe. Friedlich, wenn man es sich so anguckt, denkt man, naja, so friedlich war es auch nicht. Oder auch wenn man gerade so diese Erzählung von diesem stellvertretenden Polizeipräsidenten da hört, der sagt, also der Mirk hat dann angerufen, jetzt muss da aber mal aufgeräumt werden oder so. Und dann kommt ja auch, was dann ja sozusagen im späteren Abend passiert, ist ja dann auch staatlich überhaupt nicht mehr friedlich eigentlich.
Da wäre schon nochmal die Frage, also warum passiert nicht noch Schlimmeres? Also ist das Zufall? Haben Sie da eine Erklärung für? Das ist ganz schwer zu beantworten. Wir wollten keinen Film über die Frage machen, warum ist eigentlich die DDR erodiert oder zusammengebrochen oder was war nun ursächlich dafür der Grund, dass dieses Land in sich zusammengebrochen ist und sich aufgelöst hat. Das war ein Film über eine historische Situation. Und ich glaube, wenn man die Fluchtlinie sieht, man sieht ja am Schluss des Films den 9. Oktober in Leipzig, darüber habt ihr den Film gemacht, das Wunder von Leipzig, warum ist eigentlich diese riesige Massendemonstration in Leipzig friedlich geblieben, dann hat das sehr viel mit diesem Tag, mit dem 7. Oktober in Berlin zu tun. Da gab es ja Samstag, Sonntag 1054 Festnahmen. Es gab massive Gewalt, es gab schwere Verletzungen von Demonstranten, Knochenbrüche, Gehirnerschütterungen etc. Leute sind bis zu einer Woche und länger in Haft geblieben. Und das fand aber alles vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt, zum 40. Jahrestag der DDR. Und das System hat selbst gemerkt, zumindest die jüngere Garde, wir haben uns zum Beispiel auch dagegen entschieden, jemanden wie Egon Krenz anzufragen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir eben die noch nicht bekannten Gesichter erzählen lassen wollten. Aber diese jüngere Garde hier in dem Film, die durch Eberhard Aurich bei uns vertreten ist, die war ja in dem Bewusstsein angetreten, Honecker muss gehen und wir warten den 40. Jahrestag ab. Und als man sich dann erschrocken hat eigentlich über die Eskalation der Gewalt am 7. Oktober, am 6. und 7., 8. Oktober, am Sonntag dann auch noch, war irgendwie klar, wenn wir so weitermachen, wenn das hier weiter eskaliert, dann wird es am Montag, wo klar war, dass es eine riesige Demonstration geben wird, dann wird es tatsächlich sowas wie in Peking werden. Und davor schreckten dann doch alle zurück und davor, ja, da hat dann doch, glaube ich, die Vernunft in dem historischen Augenblick gesiegt. Aber was wir auch nicht wollten, und ich hoffe, das ist so rübergekommen, wir wollten jeden, ob das der Polizeipräsident, der stellvertretende Polizeipräsident von Berlin war, der Dieter Dietze, der mittlerweile leider verstorben ist, genauso wie Klaus Taubert, und ich nutze das nochmal als Gelegenheit, an die beiden zu erinnern. Wir wollten nicht einen historischen Stab über die brechen und die inquisitorisch befragen, wie konnten sie denn und warum haben sie das denn so und so, sondern wir wollten die in ihrem Rollenzusammenhang erzählen lassen, wie sie den Augenblick erlebt haben, aus welchem Verständnis, aus welcher Identität und mit welchem Verhältnis zur Republik sie diesen Moment erlebt haben. Also 30 Jahre danach, glaube ich, war das nicht unsere Aufgabe, nochmal über die DDR ein großes Urteil zu sprechen, sondern wir wollten versuchen, diesen Moment zu erkunden und zeigen, was ein Moment auch in der Geschichte bedeuten kann. Ja, ich glaube, das ist auch gelungen. Ich habe noch eine letzte Frage, die sich mehr auf die ästhetische Inszenierungsebene bewegt. Es fällt ja sehr auf, dass der Film mit einem sehr starken Bruch arbeitet oder mit sehr starken Brüchen arbeitet. Wir haben einerseits dieses dokumentarische Material, das Footage, die Interviewsequenzen und auf der anderen Seite dann diese... Ich weiß gar nicht, Reenactments könnte man es vielleicht nennen, diese Spielszenen, die ja extrem durchkomponiert sind, die mit bestimmten ästhetischen Mitteln, also diesem Ultra-Slow-Motion-Effekten arbeiten. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Entscheidung, den Film so, wie man so will, so als so eine Art Hybrid anzulegen, ja, und nicht als reinen Dokumentarfilm? Ja, das ist ja sozusagen Teil einer Trilogie, ein abschließender Teil, wenn man so will. Es gab zwei Filme vorher, Zug in die Freiheit und Das Wunder von Leipzig. Der eine erzählt über die Züge, die aus der Prager Botschaft dann in den Westen fuhren und die Flüchtlinge in den Westen brachten. Und der andere Teil erzählt über diese friedlich verlaufende Massendemonstration am 9. Oktober in Leipzig. Und das waren beides Filme, die mit großen Reenactment-Szenen gearbeitet haben, die also versucht haben, nochmal die Erlebnisse der Interviewten, der O-Tongeber nachzuvollziehen und zu rekonstruieren. Und das ist für mich... Das waren wahrscheinlich aber eher klassische Reenactments. Das waren klassische, sozusagen fiktionalisierende Reenactments. Und davon wollten wir uns in diesem Film absetzen. Und ich finde, eine der größten Verheerungen in der deutschen Fernsehlandschaft, die hat Guido Knopp zu verantworten, weil alle oder viele Filme in diesem Atemsog der historischen Geschichte entstanden sind, die immer so tun, als ob sie alles wüssten, als ob sie die ganze Geschichte erzählen könnten, als ob sie besser Bescheid wüssten in der Retrospektive als im historischen Augenblick.
Das wollten wir nicht. Also ganz klar eine Entscheidung gegen dieses historische Reenactment. Und ich finde, da muss man auch die produzentische Leistung von Leopold Hösch würdigen, der das dann auch zulässt. Es gibt in der Branche viele Leute, die sagen, wir haben jetzt zweimal einen Riesenerfolg gehabt mit zwei Filmen in dieser klassischen Reenactment-Machart. Bitte mach uns doch auch den dritten Teil so. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden und wollten einen symbolischen, metaphorischen Raum schaffen, in dem der Zuschauer ja, vielleicht nochmal den Interviewtönen nachspüren kann und nochmal das, was er gerade gesehen hat, Resonanzen entwickelt, und wollten diesen sehr stilisierten Raum, das ist wie ein Familienroman, auch vielleicht anschlussfähig für eigene Erfahrung, ein Familienfeier, ein Fest, das scheitert. Ob das, und da sitzt an der Spitze des Tisches ein Patriarch und der will alles bestimmen, aber es entgleitet ihm. Das ist die Verbindung zu der Realebene, aber natürlich ist es auch eine Ebene, die Zugang für ganz andere Assoziationen auch hat. Gut, dann vielleicht auch noch eine Frage an Herrn Hösch, weil Sie es jetzt so ein bisschen angesprochen haben. Aus Produzentensicht, wie steht man zu solchen experimentellen Formen? Ist das ein großes Risiko, wo man sagt, naja, muss man mal probieren? Oder sagt man, naja, machen wir vielleicht lieber nicht? Ja, haben Sie es auf jeden Fall gemacht? Also wie steht man als Produzent zu dieser Frage von Konventionalität und Experimentalität? Also zunächst einmal muss ich meinem fantastischen Autoren widersprechen, was er in Bezug auf Guido Knopp sagt. Ich finde, Guido hat irrsinnig viel für die deutsche Fernsehgeschichte getan und hat vielen Menschen Geschichte einfach näher gebracht, die danach am nächsten Tag ins Geschäft gegangen sind und sich ein Buch gekauft haben und dann alles ohne Reenactments nachlesen konnten. Und in England und viele erfolgreiche Filme wurde ganz viel nach reenacted. Aber als er dann sagte, Leo, wir müssen damit aufhören, also Thorsten sagt, wir müssen damit aufhören, lass uns was anderes machen, einen Schritt weitergehen. Und wenn man sich beispielsweise die Dokumentarfilme von Ken Burns anschaut, wo es auch keine Reenactments mehr gibt oder auch noch nie gab und die eigentlich sehr ähnlich sind wie das, ist, kann ich Ihnen sagen, aus der Welt des Produzenten, das Einzige, wovor sie wirklich Angst haben, ist, dass der Redakteur durchdreht oder dass der Regisseur sein Handwerk nicht versteht, dass er keine Geschichte erzählen kann. Aber wenn er sein Handwerk beherrscht, was hier der Fall ist, und wenn er eine Geschichte erzählen kann, dann ist ihnen eigentlich jedes Experiment, da freuen sie sich drauf. Das macht Spaß, das ist was anderes, da freuen sie sich drauf und sie wissen, das kann eine gut erzählte Geschichte nicht kaputt machen. Ja, ein Alleinstellungsmerkmal sein. Ja. Und ein Alleinstellungsmerkmal sein und sozusagen auch eine jüngere Zuschauerschaft möglicherweise ranziehen. Und ich war von diesem Experiment nicht am Anfang an überzeugt, aber je mehr wir uns damit beschäftigt haben, und das hat auch viele Diskussionen im Vorfeld gegeben, sowohl mit dem Sender, der eigentlich nicht so direkt dafür war. Ja, ja, interessant. Als auch, Brochang ist ja jetzt schon weg. Ja. Als auch sozusagen in meinem Kollegenkreis. Und wir haben da viel drüber diskutiert. Aber am Ende finde ich, wenn jemand sein Handwerk versteht, wenn er es durchdacht hat und einen guten Vorschlag macht, dann habe ich viel Verständnis dafür, dass man dann auch sagt, dann soll der Regisseur diesen Vorschlag, den er geht, dann versuchen wir den. Ich stehe total dahinter und finde es sozusagen ansprechend, und es ist diese artifizielle Welt, die einem wirklich die Möglichkeit gibt, auch zum Reflektieren, und auch die artifizielle Welt, die im Palast herrschte, in gewisser Weise widerspiegelt. Ich bin total zufrieden damit. Ja, prima. Ich würde jetzt gerne noch Zuschauer, falls es Anmerkungen, Fragen gibt, ja, da hinten. Das dieses gleich weiter. Danke für den Film. Also überwiegend fand ich ihn sehr gut, besonders die Dokumentarfilm-Szenen und die ganzen Zeitzeugen, die fand ich spitze. Stimmt was mit meinem Kopf nicht, weil viele O-Töne aus Plauen, also von dem, der an der Schreibmaschine saß und damit angefangen hat, und der Handwerksmeister und so weiter, die kommen mir unfassbar bekannt vor. Also aus meiner Sicht habe ich die schon mal gesehen. Sind die aus einem anderen Dokumentarfilm hier reinmontiert? Das ist ganz schwer für mich, auf diese Frage zu antworten, sind sie nicht. Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie das schon mal gehört haben, dann spricht das vielleicht für die Überzeugungskraft und für die Prägnanz dieser Erzählung. Das sind alles Menschen, die noch nie vor einer Kamera standen, soweit ich weiß. Es gibt
Amateurfilm, der aber nie öffentlich irgendwo gezeigt ist, der eine halbe Stunde lang dauert. Da sind, glaube ich, aber auch nur einer von denen, der bei uns drin ist, ist da auch drin, aber alle anderen nicht. Also ich führe das darauf zurück, dass die sie so mitgenommen haben. Für mich war das auch ja reizvoll. Ich habe die Berliner Interviews geführt und meine Kollegin Heike hat die Plauner Interviews geführt und die hat sich in diese Szene richtig reingewühlt. Also über diesen Zeitungsaufruf hat da alle Leute vor Ort besucht, auch persönlich. Wir haben natürlich viel mehr Leute auch gefunden und mit denen gesprochen, als sie tatsächlich in dem Film zu sehen sind. Und wir haben auch einige prominentere Leute interviewt, die aber es nicht in den Film geschafft haben. Das ist auch eine schmerzliche Entscheidung, weil irgendwann merken sie, nicht jeder O-Ton passt in die Erzählung dieses Tages hinein. Also das sind alles, zu 90% würde ich sagen, aus Plauen Leute, die noch nie vor einer Kamera gestanden haben, denen man das, finde ich, teilweise vielleicht anmerkt, aber gerade diese, oder auch die Berliner, also zum Beispiel dieser Feldwebel von der Stasi, der hatte noch nie vor einer Kamera gestanden. Die Sabine Schumann, die Kellnerin aus dem Palast der Republik, das waren alles Leute, die sich auf unseren Zeitungsartikel gemeldet hatten und die noch nie in den Medien waren. Und von daher bringt der Film eigentlich sehr viele bislang unerhörte oder ungehörte Stimmen zu Gehör und lässt die sprechen. Das ist für mich auch eigentlich interessant zu sehen, wie dieser Plauner Blickwinkel, der ja völlig aus der Medienwelt, außerhalb der Medienwelt lag, und der Berliner Blickwinkel, wie sich diese Mundarten, diese Sichtweisen ergänzen und auch widersprechen. Das war für mich interessant. Okay, also für mich war Plauen jetzt auch nicht neu. Also ich hatte da auf jeden Fall schon mal eine Doku im MDR gesehen. Also dann, deswegen war es für mich jetzt nicht so total überraschend. Und wenn Sie die Berliner Interviews gemacht haben, dann umso besser. Stichwort Essen spielt ja auch dann noch so petitessenmäßig am Rande eine Rolle. Hat irgendjemand gesagt, was es als Nachtisch gab? Was war die Überraschung? Oder hat das nur mich interessiert? Die Zuchtwachtelbrüstchen, das war für uns der Höhepunkt. Es gab auch einen Nachtisch, aber wir haben uns dann doch entschieden, den Nachtisch nicht zu erzählen, weil dem Nachtisch dann doch zu viel historisches Gewicht beigelegt worden wäre. Und es gab tatsächlich, ich bin nicht Herr Brochhagen, der Redakteur des Senders, aber der hätte ihn jetzt sofort energisch widersprochen und hätte gesagt, es gab im MDR noch nie eine Dokumentation über Plauen. Er hat ja selbst auch vorhin im Vorgespräch mit uns gesagt, dass er das alles gar nicht wusste. Und man kann da auch ganz offen sagen, wie kommt man zu dem 7. Oktober? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eigentlich fast alle Themen, Tage meint, auserzählt zu haben. Und man einen historischen Augenblick, ein Erlebnis gesucht hat, eine Geschichte gesucht hat, die noch nicht so auserzählt wurde. Und so sind wir auch zu diesem Film gekommen. Gut, okay. Und letzte Frage dann. Also für mich, wie gesagt, der Dokumentarfilm und die Zeitzeugen stark und spitze, aber warum haben Sie sich entschlossen, da so den mit so einem Musikteppich zu über... Also für mich war es extrem abnervend. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich mir die Tonspur wegdrehen kann. Also das hat mich so abgenervt, das können Sie sich nicht vorstellen. Das hat mir eigentlich... versaut mir den Film. Doch, das kann ich nachvollziehen. Das ist immer eine Entscheidung der Führung auch. Ich glaube, man kann Menschen grundsätzlich und dem, was sie sagen, mehr vertrauen. Musik baut oftmals Brücken. Es wird sicherlich Leute geben, die finden, dass Musik O-Töne geführt hat oder gesteigert hat oder gelenkt hat oder Emotionen verstärkt hat. Das ist natürlich ein Film, der in der Primetime läuft um 20.15 Uhr. Das ist ein Film, der bei Arte und MDR um 20.15 Uhr läuft. Und das sind natürlich Filme, die von Kompromissformeln geprägt sind. Das ist kein Kunstkino. Das ist, wir haben das ja ansatzweise schon angedeutet, allein der Einsatz oder diese Inszenierung der fiktiven Tischszenen ist für diesen Sendeplatz und ist für diese Zuschauergruppen, die auch avisiert werden, ein gewisses Wagnis. Das heißt, wenn man an einer Stelle eines Films was wagt, kann es dazu führen, dass man auf der anderen Seite des Films nicht wagt, etwas wagen kann. Ich bin mit der Musik, die oft ganz leise Passagen hat, zufrieden, finde aber, würde Ihnen da recht geben, an manchen Passagen hätte etwas weniger Musik gut getan und man hätte den Worten besser nachspüren können und auch den Bildern. Vielleicht auch eine andere Musik, die nicht ganz so, ja,
emotionsevozierend ist. Wie die. Meine Frage wäre vielleicht nochmal, gibt es da Vorgaben? Also haben die Sender vielleicht auch ein Interesse und sagen, nee, da muss jetzt aber auch eine starke Musik da rein, die sozusagen diese Emotionen verstärkt oder so? Oder ist man da doch frei? Na, das sind alles Verhandlungsräume. Sie befinden sich ja, und da muss ich das auch nochmal würdigen, Sie befinden sich ja immer im Team und arbeiten im Team. Ich arbeite mit einer Co-Autorin zusammen. Ich arbeite mit einem Produzenten zusammen. Wir haben hinter uns ein Team, das muss man auch einfach mal sagen, die eine fantastische Recherchearbeit gemacht haben. Was da für ein Aufwand an Recherche in diesem Film drin steckt, man liest die Namen immer nur im Abspann ganz kurz, man hat kaum Gelegenheit, sie wahrzunehmen. Aber so ein Film ist immer ein Teamwork und es ist eine Polyphonie von Arbeitsweisen. Und dazu gehört auch ein Komponist, mit dem man spricht und dem man dann sagt, wir stellen uns das so und so vor, bitte versuch doch mal in die und die Richtung zu komponieren. Und das versucht der Komponist und das ist natürlich auch ein Aushandeln von Tonalitäten und von Musiken und manchmal erreicht man das Ziel und manchmal erreicht man das Ziel nicht, aber direkte Vorgaben gibt es nicht. Es gibt natürlich Wünsche, die an einen herangetragen werden. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, oder ich, wenn ich das entschieden hätte, dann hätte ich keinen Text über die Spielszenen gelegt. Da hätte mir zum Beispiel dieser Text, der eingesprochen wird von dem männlichen Sprecher unter dem Tisch, den hätte ich nicht gebraucht. Das ist aber sicherlich, glaube ich, auch ein Wunsch des Senders, dass man den Zuschauer, wie es heute so schön heißt, und das ist für mich eine Formel, die ich nicht mag, dass man den Zuschauer an die Hand nimmt und begleitet. Mir ist das deutsche Fernsehen insgesamt, und diesen Film schließe ich da eigentlich aus, weil der Film doch recht gewagt ist für diesen Sendeplatz, aber insgesamt ist das deutsche Fernsehen zu paternalistisch und traut seinen Zuschauern zu wenig zu. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt hier den Film erlebe, finde ich, dass der auf der Leinwand bestehen kann und dass er mich auch als jemand, der ihn mitgemacht hat, doch mitnimmt. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich sehe noch zwei Wortmeldungen jetzt, die machen wir noch. Eine Frage, und zwar, Sie haben ja gesagt, dass das alles Menschen sind, die noch nie vor einer, oder 90% noch vor einer Kamera standen oder medial aufgetreten sind. Und ich kann mir vorstellen, insbesondere bei dem Feldwebel zum Beispiel, aber auch bei den beiden Männern aus Plauen, dem Klempner, der das Plakat gemalt hat und der andere, der die diese auf der Schreibmaschine, wenn die so nah nochmal an diese Geschichte rangeführt werden, und das wurden sie, und gerade bei dem Feldwebel fand ich das so offensichtlich, wie der so auch emotional war. Natürlich, können die jetzt ihr Leben so weiterleben oder hat das irgendeine Auswirkung auf die, dass die noch einmal so zurückgegangen sind sozusagen in ihre Vergangenheit und jetzt plötzlich ihr Leben weiterleben? Weiß nicht, ist das so geblieben? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also meinen Sie, dass die nach 89 einen Bruch in ihrem Leben hatten oder meinen Sie, dass die durch diesen Film, ja. Nee, der Film ist ja noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt. Nee, durch die Interviews, die sie mit denen gemacht haben, durch dieses nochmal Aufrollen, ne? Die sind ja da reingegangen. Ob die so aufgewühlt worden wären? Nee. Also die innere und emotionale Bewegung hat man bei beiden, glaube ich, deutlich gespürt. Und das Witzige bei dem Stasi-Feldwebel war, dass der war ja Ringer. Der hatte eine echte, tiefe Heimatverbundenheit zur DDR. Und unser Kameramann in Berlin war auch ein Ossi und der war auch Ringer. Und dann stellten die beiden fest, dass sie sich aus Ringertagen in Berlin kannten. Und den hat das Ganze sehr emotionalisiert. Der war sehr unsicher, der hat Probleme mit der Situation gehabt, hat es aber trotzdem großartig gemacht. Man hängt irgendwie förmlich an seinen Lippen, und der hat dann zu uns gesagt, nach dem Interview, als die Kameras aus waren, für mich, also einerseits war der zerrissen, die DDR war für den Heimat und Staat, den er bejahte, und andererseits, er hat kurz vor der Wende ein behindertes Kind bekommen und hat gesagt, das Beste, was mir passieren konnte, war die Wende, weil in dem neuen Staat, in der Bundesrepublik, wurde unser Kind sehr viel besser versorgt medizinisch, als es in der DDR hätte der Fall sein können, beispielsweise. Insofern, den hat das bewegt und berührt, dieses Interview.
Der hat sich auch gefragt, ob er das machen soll, weil in seinem Bekanntenkreis ist das nicht so bekannt, was er früher gemacht hat. Also für den ist das auch ein gewisses Wagnis. Wenn jetzt Leute heute sehen, wo er früher gearbeitet hat, dann weiß er nicht, was auf ihn zukommt. Vorne war noch eine. Ich möchte sehr herzlich für diesen Film danken, der mir sehr gut gefallen hat und der für mich als Wessi von über 50 Jahren natürlich eine perfekte Retrospektive der Ereignisse von 89 war und ist. Ich fragte mich nur, wie es für meine Kinder oder unsere Kinder wäre, wenn sie den Film sähen. Das ist ja ein sehr, sagen wir mal, sehr präziser Spot auf einen Tag, dem allerdings für die junge Generation wahrscheinlich zum Verständnis der Ereignisse von 89 die Einordnung fehlen würde. Und wenn es darum ginge, bei diesem Projekt der Jugend sozusagen zu vermitteln, was 89 in Deutschland geschehen ist, dann würde ich dafür plädieren, an den MDR beispielsweise, das Ganze vielleicht als Reihe zu konzipieren oder eine einordnende, sagen wir mal, Folie drüber zu legen, dass man den Fluss der Geschichte, der ja nicht erst am 7. Oktober begann, sondern wesentlich vorher in Ungarn und dann auch wesentlich später endete, klarer machte für die Jugend, damit insbesondere die Jüngeren unter uns begreifen, was sich vor 30 Jahren in Deutschland getan hat. Das ist in 90 Minuten nicht zu packen. Man sucht sich ein Thema raus und auf das setzt du dann, aber der MDR, die werden zum 30. Jahrestag 24 Stunden am Tag hoch und runter senden, dazu kommen Phoenix, dazu kommen die weiteren dritten Programme, dazu kommt Arte. Du wirst froh sein, wenn der Jahrestag vorbei ist. Aber auch zum Beispiel die Szenen am Tisch, diese sehr stark stilisierten Szenen, sind für uns ein Angebot auch an jüngere Menschen, die da abzuholen, wenn ich jetzt auch mal diese blöde Formulierung gebrauchen darf. Das also einen anderen Anblick, ein anderes Gesicht diesem Film zu geben. Ich war mit meinem Sohn, der ist 17, kürzlich im Kino und habe diesen Film über den Vice President gesehen, über Dick Cheney und weiß ich es denn, ne? Und der hat auch nicht alles verstanden, aber das hat bei dem sofort dazu geführt, dass er dann sofort gegoogelt hat, was war das und was war das. Aber dieser Film, also Weiß, hatte auch eine Reihe so von fiktionalen, sehr stark stilisierten Szenen und die haben den auch mitgenommen, weil den das irgendwie ästhetisch gepackt hat. Und viele Kids sind, glaube ich, sehr an sehr verrätselte Bilder gewöhnt. Wenn ich mir angucke, was meine Kinder bei Netflix anschauen, dann müssen die nicht immer alles rauf und runter erklärt haben, sondern die gehen ins Offene und die gehen ins Rätselhafte auch gerne mal rein. Ja, ich würd auch vielleicht so ein bisschen dafür plädieren, solche Filme nicht, an die nicht den Anspruch zu stellen, dass sie jetzt uns die Geschichte komplett erklären. Das können sie nicht. Sie können sozusagen immer nur an einem Punkt angreifen und einen Anlass dann auch bieten, Dinge zu thematisieren, sich für Dinge zu interessieren, vielleicht auch zu streiten über Deutungen und Aspekte. Ja, also ich glaube, mehr, wenn man jetzt von solchen Filmen sehr viel mehr erwartet, erwartet man zu viel, glaube ich. Okay, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, aber auch nochmal auch an die Produktionsfirma, dass wir diesen Film hier als Vorpremiere zeigen durften, bei Ihnen für die Diskussion und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Danke.